Herzlich willkommen in Klöss 11 und 12. Heute würde ich euch gerne zeigen, welche Leistung der Intel Core i7 4820K Ivy Bridge E Prozessor bringt, wenn er auf 4,2 GHz, 4,3 GHz, 4,5 GHz und 4,7 GHz übertaktet ist. Ich muss sofort sagen, diese CPU zu übertakten war ein Traum. So einfach ging das. 4,7 GHz war natürlich etwas schwieriger, da mehr Spannung benötigt wird. Doch 4,5 GHz war super leicht. Ich werde das Gigabyte GA X79 UP4 Mainboard verwenden. Das Übertakten funktioniert mit diesem Board sehr gut. Aber genug Gerede, wir wollen jetzt Ergebnisse sehen. Somit kommen wir zu den Benchmarks. Na bitte, da habt ihr's. Wie ihr selbst gesehen habt, ist eine massive Leistungssteigerung zu sehen, wenn man diesen i7 4820K übertaktet. Auf Stock kann er sozusagen mit dem i7 4770K auch auf Stock verglichen werden. Aber alles in allem ist der 4820K auf Stock schlechter als der 4770K. Aber das ist nicht der Sinn des Videos. Wir wollen im Grunde genommen sehen, wie viel mehr Leistung wir aus diesem Chip herausquetschen können, indem wir diesen ganz einfach übertakten. 4,2 GHz waren dann mehr als genug, um den 4770K zu schlagen. Die Übertaktungen von 4,5 und 4,7 GHz sind wahnsinnig. Da ist eine massive Steigerung der Leistung zu sehen. Jedoch werden die Temperaturen und der Stromverbrauch da schon höher. Temperaturen sind eigentlich hier mit diesem 4820K wirklich nicht besorgniserregend. Da dies eine Intel Extreme CPU ist, ist das Übertakten sehr leicht, da diese Chips eigentlich dafür gebaut sind. Somit ist da keine billige Wärmeleitpaste unter der IHS, wie wir es zum Beispiel beim 4770K sehen. Stattdessen verwendet Intel hier Lötzinn, der dafür sorgt, dass Hitze schneller vom Chip abgeleitet werden kann und somit dafür sorgt, dass der Prozessor viel kühler läuft, sogar auf hohen Übertaktungen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum meine Übertaktungen von 4,2 und 4,3 GHz weniger Strom verbrauchen als auf Stock. Nun, der Trick dabei ist die Spannung. Intel stellt die Spannung auf Stock hoch genug ein, so dass es zu keinen Stabilitätsproblemen bei der massiven Anzahl an Chips kommt, die hergestellt werden. Das bedeutet aber nicht, dass der Chip auf der eigentlichen vorgegebenen Spannung laufen muss. Ihr seht, ich konnte sehr leicht auf 4,3 GHz mit einer geringeren Voltzahl übertakten, als Intel sie für Stock einstellt. Der beste Kompromiss ist meiner Meinung nach jedoch 4,3 GHz. 4,5 ist auch nicht schlecht, doch für meinen persönlichen Geschmack wird da schon zu viel Strom auf Volllast verbraucht. Aber 4,3 GHz sorgt ja auch schon für sehr gute Leistung und das bei niedrigen Temperaturen sowie auch einem niedrigen Stromverbrauch. Die Rendering-Leistung ist erstaunlich, wenn man diesen Chip übertaktet. Der 4820K kostet eigentlich weniger als der 4770K. Also wenn man bereit ist, mehr Geld für ein X79 Mainboard auszugeben, ist der 4820K eine sehr billige Option, um mehr Leistung zu erhalten als mit dem 4770K und der 4820K läuft auch noch kühler. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wenn es aber um Spiele geht,
macht es keinen Sinn, den 4820K zu kaufen oder diesen zu übertakten. Ja, das Übertakten mag vielleicht die Bildrate etwas erhöhen, doch allumfassend ist diese CPU nicht besser als der i7 4770K, wenn es um Spiele geht. Und das ist wirklich alles, was ich hier sagen wollte. Ich hoffe, ihr habt das Video hilfreich gefunden und vielleicht habt ihr jetzt eine bessere Vorstellung, welche Leistung diese CPU bringt, wenn sie übertaktet wird. Danke fürs Zuschauen, vergesst nicht zu abonnieren und besucht niklas-alfonsselftechx.com, um dort Videos früher als auf YouTube zu sehen.